Ömer, schön, dass du da bist. Ja, finde ich auch schön. Gut, fangen wir doch gleich mal an. Und ihr wart letztes Jahr auf eurer Europatour und jetzt ist meine Frage, inwieweit hat euch das denn musikalisch weitergebracht, beziehungsweise wie weit beeinflusst euch das bis jetzt noch? Auf Tour gehen ist sehr anstrengend und bringt einen als Band, glaube ich, schon auch immer weiter. Also wir machen es jetzt gerade auch, dieses Jahr spielen wir nicht so viel wie letztes Jahr, weil einfach kein neues Album da ist. Aber wir machen es gerade so, dass wir viel neues Live-Material auch ausprobieren, so, also neues Songmaterial live. Und die Art und Weise, wie die Leute reagieren und wie wir selber die Songs verstehen lernen, wenn wir sie live spielen, ist immer, das führt einen immer weiter. So. Und du hast jetzt Europa-Tour gesagt, gerade auch im Ausland spielen ist auch immer eine spannende Sache, weil man schon merkt, dass die Mentalitäten unterschiedlich sind und das Publikum unterschiedlich reagiert auf einzelne Songs und auch generell ein Konzert. So. Und also zum Beispiel waren wir in Budapest und das war die waren sowas von still, die haben quasi gar nicht reagiert. Und das war so, das ist wirklich gewöhnungsbedürftig, aber auch total spannend und auch cool. Du sprichst gerade das Publikum an. Wie möchtest du denn, dass ihr als Band vom Publikum wahrgenommen werdet? Das finde ich immer eine gefährliche Frage, die uns oft gestellt wird, weil anscheinend der Glaube herrscht, dass eine Band vom Publikum erwartet, wie es zu reagieren hat, was wir nie tun würden. Also wir stehen total drauf, wenn die Leute so sind, wie sie sein wollen. Und das ist wirklich immer unterschiedlich. Also es gibt Leute, die sagen, ihr spielt in Kleinmachnow ein Sitzkonzert. Warum macht ihr das überhaupt? Weil man muss doch irgendwie tanzen. Und andere Leute sagen genau das Gegenteil. So, boah, immer, also bei euch anderthalb Stunden stehen, finde ich gar nicht so geil, weil ich tauche da eher so ein und so. Und das finde ich super. Deswegen keinerlei Erwartung. Sehr ambivalente Musik. Kommen wir mal zu eurem Album, was ihr letztes Jahr auch rausgebracht habt. Inwieweit ist es denn für euch persönlich wichtig gewesen? Was war euch das Wichtigste beim Schreiben von dem Album? Was wolltet ihr damit? Ganz viel, wir wollten mit dem Album ganz viel mal rauskriegen, mal ganz viel loswerden. Also Charlotte hatte viele Themen, so was die Lyrics angeht und so. Und auch stilistisch mussten wir irgendwie vieles mal abschütteln auf der einen Seite, ausprobieren auf der anderen Seite und auch lieben lernen und auch hassen lernen. Also wir haben auch ein ambivalentes Verhältnis zu diesem Album. Unterm Strich ein absolut gutes so. Aber wir betrachten es schon jetzt kritisch und haben das auch immer getan. Aber uns eben dann so dafür entschieden und stehen da auch voll dazu. Die Songauswahl, das war nicht so einfach, weil es gab sehr viel Material, was sich halt über die Jahre auch angesammelt hatte. Das war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, jetzt ist 2011, wir fangen an zu schreiben und dann nehmen wir 2012 das Album auf und veröffentlichen es oder so, sondern das hat sich, also die Band gab es ja schon ein bisschen länger. Und klar, vor allem sind dann Songs draufgekommen, die wir zwischen Winter 2010 bis so Sommer 2011 geschrieben haben, aber eben auch ein paar ältere. Ja, du sprichst auch gerade die Lyrics an. Inwieweit ist denn bei euch so dieses Verhältnis von Melancholie, Romantik? Wie wirkt das so von Musik und Text zusammen? Charlotte macht das so, dass sie dass sie versucht, das nicht zu plakativ zu machen. Also ich glaube, sie arbeitet sehr gerne damit Kontrasten. So. Also kann man ganz einfach sagen, wenn du halt eine ultra schnulzig romantische Harmonie in den Refrain legst und dann singst, ich liebe dich, dann ist man schnell im Schlager. So. Und da stehen wir jetzt nicht unbedingt drauf. Also wir haben nichts gegen Kitsch, aber es kommt schon häufiger mal vor, dass Charlotte da dagegen geht dann mit dem Text und dass dadurch eine Reibung entsteht, die total schillert und was viel Schöneres macht, als wenn man es so plakativ machen würde. Genau, gerade mit der Musik. Ihr habt auch gesagt, dass ihr euch eben nicht in so eine Schublade stecken lassen wollt und dass ihr vielleicht beim nächsten Album auch komplett verändert. Mhm. Wie darf denn Me and My Drummer klingen und wie darf es nicht klingen? Das ist eine schöne Frage. Es darf
es darf immer mutig klingen. Ich glaube, uns ist ganz wichtig, dass man, wenn man genau hinguckt und hinhört, die Entwicklung, die uns wichtig ist, auch hört und sieht. Also wir wollen alles, aber nicht stagnieren. Also wir wollen zum Beispiel auch jetzt kein zweites Album machen, was klingt wie das erste. Das wäre zum Beispiel ein Punkt, was nicht für uns klar geht. Wir wollen da Bewegung drin haben und wir wollen unsere verschiedenen Einflüsse elegant auf einen Nenner bringen und daraus was Schönes und vor allem Neues machen, was wir selber besser finden als das, was wir bisher gemacht haben. Ihr habt auch mal gesagt, dass man in letzter Zeit sehr häufig merkt, dass der Wert der Musik sehr schnell verloren geht. Gerade jetzt auch im Zeitalter, wo man sich alles runterladen kann, wo alles sehr schnell verfügbar ist. Wie arbeitet ihr denn als Band dagegen an? Ja, also ich glaube, das ist so eine Grundsatzfrage. Wird der Wert dadurch gemacht, wer das hört und was dazu sagt oder wie viele Leute? Oder ist es dann wertig, wenn wir es für wertig erklären? Und ich glaube, das ist eigentlich unser Weg, dass wir versuchen, unser Selbstbewusstsein in unserem künstlerischen Schaffen dahin bewegen und dahin entwickeln, dass wir selber wissen, wann eine Sache gut ist und wertig. So, jetzt aber, du hast das, glaube ich, eher gemeint im Sinne von Musikbusiness und wie man die Dinge quasi verkaufen kann. Zum einen und zum anderen, dass die Leute halt eben auch wertschätzen, was auf der Bühne passiert. Du hast es auch in einem Interview mal sehr eindeutig erklärt, dass halt eben ihr nicht eine große Produktion auf die Bühne bringt, wo man 80 oder 150 Euro zahlt, sondern dass genauso viel Arbeit dahinter steckt bei euch, die ja nur zwei Leute auf der Bühne sein, wie bei einem großen Konzert. Ja, das ist natürlich eine andere Form von Arbeit, so, weil einfach bisher ist das Live-Set noch eben wirklich auf uns zwei als Charaktere konzentriert. Dadurch haben wir beide unheimlich viel zu tun, weil wir noch überhaupt nicht mit Backing-Tracks arbeiten. Also der Laptop, der auf der Bühne steht, ist nur dazu da, dass die Keyboards ihre Sounds bekommen. Das ist nur sozusagen ein Verteiler. Deswegen haben wir echt, also Charlotte spielt oft mit der linken Hand Bass, mit der rechten Hand legt sie eine Fläche hin und muss dann auch noch singen und das Haltepedal vom Keyboard benutzen. Und es ist und bei mir ist es auch so, dass ich eben noch das Elektropad habe, mit dem ich Sounds abfeuern kann und gleichzeitig spielen muss. Das fanden wir auch bisher immer total geil und jetzt fangen wir an, darüber nachzudenken, ob man das nicht mal aufbricht und ein bisschen mehr von diesen Show-Elementen, die man auch von anderen oder sagen wir mal größeren Bands kennt, mit reinnehmen, weil das gehört auch zu der Art von Entwicklung dazu, dass man sagt, man legt auch noch mal mehr Wert auf das Visuelle, was wir bisher eben einfach durch uns als zwei Charaktere so verkauft haben. Da ist aber auch, also wir haben total Bock auf Visuals und eine richtige Lichtshow, die durchgestylt ist. Oder wir haben da viele Ideen, das wird sich also auch entwickeln. So. Okay, wie möchtet ihr denn, ja, also was wäre für euch ein Song oder ein Roman, beides, der euch als Band beschreibt? Wenn ihr da einer einfällt. Also ein Zwei. Song, ich sag jetzt mal, ein Song, bei dem ich mir sehr sicher bin, das ist von Wild Birds and Peace Drums, eine schwedische Band, The Wave, auch ein Song, den wir gerne mal live covern. Der hat erstens total passende Lyrics und ist zweitens, wenn wir den spielen, merken wir, dass der uns sehr gut steht und der spricht uns einfach generell von vorne bis hinten total aus dem Herzen. Ich glaube, was Romane angeht, wären wir wahrscheinlich total unterschiedlicher Meinung. Und ich muss gestehen, dass das letzte Buch, was ich gelesen habe, auch schon ein bisschen her ist. Aber da denke ich nochmal drüber nach. Wenn es mir einfällt, sage ich es dir. Alles klar, gut. Kommen wir mal so ein bisschen auf die Zukunft zu sprechen. 2014, sind da schon Pläne im Gange, die ihr schon verraten könnt, die du schon erzählen magst? Ja, was man, glaube ich, verraten kann, ist, wir sind jetzt fleißig am Schreiben und planen, auch jetzt endlich mal ins Studio zu gehen. Also wir scharren schon selber mit den Füßen, wir wollen jetzt auch loslegen. Aber wann, wie genau 2014 das Album rauskommt, können wir noch nicht sagen. Aber das ist jetzt, darauf ist jetzt alles gepolt. Wir spielen jetzt im September noch Konzerte. Dann geht es langsam wirklich ganz klar auf Studio zu. Und das heißt, es wird erstmal jetzt in nächster Zeit nicht mehr so viele Konzerte geben. Und wir versuchen uns ja ganz darauf zu konzentrieren, weil es soll halt auch richtig gut werden. Und deswegen wird das auch viel Zeit beanspruchen, okay, das Album aufzunehmen.
Also vielen lieben Dank. Dann wünsche ich dir heute Abend euch ein schönes Konzert. Ja, danke. Und alles Gute. Bis bald. Bis bald.